So, und damit herzlich willkommen zurück hier bei WoW Shadowlands. Ja, wir sind im Ardenwald gelandet. Und dem Wald geht's echt nicht gut. Sieht ja alles immer noch ganz schön verdorrt. Irgendein Todesbringer schreit hier in der Gegend rum. Du kannst dich meiner Macht nicht widersetzen, kleine Kreatur. Doch es amüsiert mich, dir dabei zuzusehen. Okay. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal hier den Weg weiter runter. Haben wir ein Viech, ein mythisches Regenbogenhorn. Ah. Den habe ich schon mal mit einem anderen Charakter gelegt. Der Runenhirschseele habe ich mit dem anderen Charakter schon. Allerdings kann der keinen Bogen haben. Das heißt, wenn wir den hier unterwegs irgendwo antreffen sollten, wird der gekleistert. So. Aber jetzt sollen wir erstmal der Straße folgen. Wollen wir mal sehen. Oh. Oh, 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 da weint wer. Hilfe! Kann mir denn niemand helfen? Doch, ich glaube, ich kann dir vielleicht helfen. Meine Großmutter ist so krank. Wir haben versucht, nach Tir na Vaal zu kommen. Die Dromainin? Könnte uns vielleicht helfen, aber sie ist so schwach und der Wald ist so gefährlich. Bitte helft ihr mir. Meine Großmutter versteckt sich in einer Höhle in der Nähe. Sie ist so krank. Lebt wohl. Ich danke euch. Es ist schwer, jemanden zu finden, dem man vertrauen kann. Ich weiß nicht warum, aber das riecht nach Falle. Oh Gott, ist das süß. Guck mal, ein Baby-Einhorn. Ein verkacktes Einhorn, wo ich erstmal gekleistert habe. Ah, super. Wollte das Baby-Einhorn nicht kaputt machen. Holen, ja. Super. Wir haben es kaputt gemacht. Sorry. Das gleiche? Oh ja, cool. Ich frage mich gerade, ob die auch fliegen können dann. So. Aber wir sollen jetzt erstmal hier in eine, da ist die Höhle. Der Großmutter helfen. Diese Sylva ist unnatürlich blass und atmet kaum. Vielleicht ist sie bereits tot. Ihr blinzelt und ein weit aufgerissenes Auge starrt euch an. Der Mund öffnet sich zu einem klaffenden Maul. Was für große Zähne du doch hast, Großmutter! Ich wusste es. Es war so klar. Die arme, kranke Großmutter. Ja, nee, ist wurscht. Komm. Bitte so. Bitte? Findest du das witzig? Delvin grinst euch an. Hey, was soll das? Jetzt spielen wir ein echtes Spiel. Morasttrickser. Ja, und ihr solltet nicht so dumm sein, uns zu unterschätzen, ihr drei Knilche. Diese kleinen, widerlichen Drecksdinger. Ew, das sind die wieder platzen. Ja. Das Viech können wir natürlich nicht schälen. Kirschnern. Wundervoll. Oh. So süß gestaltet. Außer, dass der mit offenen Augen schläft. Aber guckt euch mal an, wie süß die sind. Ein kleiner Welpe.
So einen kleinen ähnlichen Welpen haben wir tatsächlich sogar schon. Die Farbe von dem ist sehr hübsch. So, wir gehen aber jetzt erstmal wieder zurück zur Straße. Ich lasse mich gerade ein bisschen ablenken. So. Wir sind wieder auf der Straße. Finde Tirna Wahl. Ich glaube, den Kleinen kann ich nicht zähmen, oder? Talfohlen. Wildtierkunde. Ein Kleintier. Toll. Aber dich kann ich zähmen, ne? Ja. Also die Viecher wären zähmbar. So. Müsste tatsächlich mit ihr mal ein paar mehr sammeln. Inzwischen kann man ja schon 200 Stück haben. 205, um genau zu sein. Beeilt euch! Alles muss für die Königin perfekt sein. Okay, ist kein Truton, das ist ein... Ich habe gute Nachrichten. Kranich? Ich glaube, das ist ein Kran. Da schwimmt Slanknen. Was auch immer du bist. Ein Fisch. So ein bisschen neugierig. Nee, ein Otter. Okay. Hier ist ein Otter. Ah, ein Briefkasten, okay. Das ist so ein Kranich. Da oben ist der Flugpunkt, ja. Habe ich den Flugpunkt schon? Scheinbar. Erzählt mir von Tatsache. Eurer Welt. Okay. Dann reden wir erstmal mit Lady Moonbeere. Oh, das dürfte interessant werden. Oh, ihr habt Corett dazu, gebracht, zu tanzen? Mondbeere lacht. Ich wusste, dass ich euch mag. Ich behalte euren Namen im Hinterkopf, falls ich sonst noch Aufgaben oder Gefallen für euch habe. Ich bringe gute Neuigkeiten. Die Königin kommt nach Tirna Vaal. Dieser Hain wird offen bleiben, um sich um Wildsamen kümmern zu können und Seelen aufzunehmen. Sie wird bald hier sein, um das Herz zu segnen und allem neue Kraft zu schenken. Ihr solltet dann auch die Gelegenheit haben, mit ihr zu sprechen. War das alles? Verzeihung, brauchtet ihr etwas? Federleicht, sagt ihr, hättet euren Teil der Vereinbarung erfüllt. Und das ist großartig. Ich habe ein paar Neuigkeiten für euch. Was die Audienz bei der Königin betrifft. Willkommen im Ahnenwald. Ah, du hast den nächsten Quest da oben. Königin, erhalte euch. Die Wellen der Zeit umspannen einen ewigen Ozean. Ich bin ein Tyrannen. Ich bin Teil des Waldes und verwandt mit den Bäumen. Als die Winterkönigin ihre Hand ausstreckte und den Ahnenwald erschuf, gehörten wir den Ersten, die wuchsen. Wir schlugen tiefe Wurzeln und errichteten hohe Mauern. Wir erbauten die Haine. Die Tyrannen dienen, bis die unermessliche Zeit abgelaufen ist und wir in den Zyklus zurückkehren. Breitet eure Wurzeln aus. Geister des Tals. Die Tiere des Waldes, sterbliche Seelen, die Gestalt angenommen haben, tollen über die Lichtung. Ihre Anima
Ein Segen für den Wald ist frei verfügbar wie Regentropfen auf den Blättern der Pflanzen. Doch in den Schatten lauern Gefahr. Ein dunkler Sturm aus Bösartigkeit und Feindseligkeit attackiert die Bäume. Kreaturen, Unterschlupf suchen, sehen sich Gefahren gegenüber. Rettet sie. Haben wir Schufa nicht gerade eben schon mal gerettet? Super. Okay. Traumweber. Unruhige Winde fegen über Tirnaval. Das Geäst erzittert vor Besorgnis wegen der Ankunft der Königin. Alles muss so sein, wie sie sein soll. Auf Traumwebers Schwingen lastet die Bürde der Sorge. Chaos umgibt die Wildsamen unter seiner Aufsicht. Beruhigt das aufgewühlte Wasser des Hains, bringt Monie den Missklang, das Traumweder Weber wieder frei flattern. Blätter fallen in den Wandel der Jahreszeiten. Okay. Dann sammeln wir jetzt erstmal Schufa wieder ein, würde ich sagen. Oma, gucken wir doch auch mal. Wir sind jetzt ein Samen. Wir gurken jetzt hier durch die Gegend. Das sieht so ultra doof aus, aber ich finde die irgendwie lustig. Da lang müssen wir. Das hier sind theoretisch alles diese Samen. Hier. Hilfe! Spriggins haben unsere Anima gestohlen! Und meine Freunde! Er hat sich selbst nicht in Scheiße gebracht, aber... Wie war das? Wie war das? Der große Baum hat euch geschickt, um uns zu helfen. Helft uns! Sie müssen sich beruhigen. Spriggins, gemeine Spriggins, sie sind zum Hain gekommen. Sie haben alles verwüstet. Sie haben die Anima aus den Seelennetzen entnommen. Wir haben sie gesammelt, ja, für den großen Baum und seinen Hain. Die Spriggins müssen bezahlen. Verprügelt sie! Benutzt den dann dieses Seelennetz, um die Anima zurückzuholen. Wir brauchen sie. Sie aber nicht. Okay. Nichts mehr zu geben. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Meine Freunde, sie haben so viel gegeben. So viel ihrer Anima, dass sie ihre Gestalt verloren haben. Wir alle nehmen eine Gestalt an, wenn wir hierher kommen müsst. Ihr wisst, eine, die zu uns passt. Aber wir geben unsere Anima, wir geben sie, um den Heinen zu helfen. Und wir geben so viel... Manchmal zu viel. Ich habe immer noch etwas Anima. Ich habe immer noch meine Gestalt. Geh zu meinen Freunden. Wir können dafür sorgen, dass sie ihre Gestalt zurückbekommen. Wir müssen sie retten. Beeilt euch! Okay, wir nehmen Schufa mit. Funktioniert das so? Ja. Sehr gut. Oh, was haben wir denn da? Ein Bogart. Widerliche Bogarts! Sie ändern die Gestalt, um uns zu erschrecken! Okay. Monische Truhe verschlossen. Benötigt zwei Spieler. Einer spielt die Harfe und der andere die Trommel, um die Truhe freizuschalten. Okay. Gut. Das können wir jetzt gerade nicht machen, denn wir sind alleine. Tatsächlich nicht bei der Route aufgepasst. So, mal gucken. Das waren jetzt drei, glaube ich.
Yep. Zwei Stück fehlen noch. Lassen die beiden hier kämpfen. Das erste haben wir schon mal geschafft. Ah, da oben. Kannst du dich selber heilen? Ja. Ihr seid auch weg. Nice. Mal ganz kurz die Quest schon mal ab. Gestohlen. Sie haben die Anima gestohlen. Sie haben die Beine in die Hand genommen und... Moment, das ist normal. Sie sind immer so schlimm. Dummes Priggins. Ruri. Mir geht es prächtig. Ich habe nur ein Schläfchen gehalten. Was soll der Aufruhr? Was seid ihr denn für ein Wesen? Hilfe naht, Ruri! Ist das ernsthaft eine fette Gans? Okay. Okay. Hallo. Ruri. Eine fette Katze. Okay. Mal gucken, was der Rest wird. Bin ich neugierig. Laufen wir mal ganz flink hin. Oh, das war ein bisschen spät. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Nein, nein, ich schaffe es nicht. Okay, jetzt haben wir zusätzlich noch eine Eule. Keine Sorge, ich lasse mir Zeit. Das wird ihm nicht gefallen. Bin ich überhaupt richtig? Oh, da oben, Mist. Das ist was Größeres. Natürlich, ich ziehe einfach mal alles mit. Das könnte jetzt ein bisschen schmerzhaft werden. Wundervoll. So. Wie zieht die Hochmütige was? Benannt, okay. Widerliche Bogarts! Sie ändern die Gestalt, um uns zu erschrecken! So. Ja, von den Spriggans werden wir noch ein paar umbringen müssen. Und den Bogart da auch noch. So. Und die letzte Seele. Ach du liebe Zeit, ich bin sehr weit von meinem eigentlichen Ziel entfernt. Ich bin so müde. Ich doch mich nur legen und ausruhen könnte. Und welche Art von Geist seid ihr? Und ein, ich glaube, ein Otter.
Langnen. Ach. Langnen. War doch vorhin noch im Hain. Ihr habt sie gefunden. Ihr habt meine Freunde gefunden. Sie haben ihre Gestalt. Jetzt müssen wir nur noch etwas tun. Eine letzte Sache. Oh. Böse, Spriggins. Böse. Sie nehmen unsere Anima. Wir verlieren unsere Gestalt und einer ist der Schlimmste. Witzig. Er sagt dem anderen, was sie zu tun haben. Und er reitet einen Gorm. Großen, bösen Gorm. Schnappt ihn euch. Schnappt ihn! Schnappt ihn! Den da! Auf den Gorm! Den wir schon umgeleistert haben. Ach, ist schon gerespawnt. Okay. Dann ist ja gut. Mir ist vorhin gar nicht aufgefallen, dass da oben drauf ein Spriggins sitzt. Versprochen. Wer und was? Euch blüht was. Mir blüht was. Okay. Da lang müssen wir. Uns blüht etwas. Dreck. So. Und da steht die ganze Sache, ganze Rasselbande. Hallo. Weg! Der böse Spring ist weg. Das Geistertal wird wieder uns gehören. Und jetzt weg. Wir müssen hier weg. Okay. Zum Baum. Zum Baum. Es ist Zeit für uns. In den Hain zurückzukehren. Wir haben unsere Anima. Wir haben unsere Gestalt. Der große Baum braucht die Anima. Der große Baum wird sich freuen. Wir sehen uns dort. Zum Baum. Okay, dann stehen wir mal zurück zum Baum. Warum ich jetzt allerdings nicht einfach aufsitze, weiß ich auch nicht so ganz. So. Und träumt vom Sternenlicht. Aus Eicheln wachsen Wälder. Von Seelen kommt lebenswichtige Anima. Die mögen klein sein. Wir sind gerettet. Doch von ihnen. Hängt unser Schicksal ab. Der Wald läuft vor Dankbarkeit. Winde flüstern euer Schicksal. Was haben wir denn Feines bekommen? Leider ein Schulterstück, was schlechter ist als das, was wir haben. Ist ja doof. Fisch ist ja doof. Dann müssten wir, glaube ich, erstmal hier einmal kurz durchsortieren. Das heißt, zwischen den Folgen werde ich mal ganz kurz hier die Tasche einmal leer räumen. Wir sehen uns hoffentlich in der Weine.
brechen schwer. Ah, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge schaut. Und wir hören und sehen uns hoffentlich bei einer weiteren Folge oder bei einem anderen Let's Play wieder.